Reck. Boah, leg jetzt da. Das ist das große Reckzeichen. So, aber ich glaube sonst. Schau, dass meine Stimme nicht rasselt. Sonst war nicht gut. Ja, etwas in dieser Art. Etwas in dieser Art. Ton? Da ist Tonstreu, ja. Ja, und wie ist er? Und Bild auch. Sehr knackig und schwul. Wenn man so fest ausgeleuchtet ist, ist man so unrunzelig. Das ist sehr von Vorteil. Das ist wie den alten Fotoautomaten, weißt du, so extrem die verliert. Überbelichtung quasi. Ja, das ist mir aufgefallen bei Germany's Next Topmodel. Wenn du mal siehst, wie Heidi Klum an einer Scheibe vorbeiläuft, dann siehst du, wie viel Lichter hinter der Kamera sind. Also weil es die einfach eben braucht, um. Ja, also verstehe ich. Ich meine, es ist eine Sendung, wo es um Topmodels ja, geht. Schaust du das? Nein, ich habe es einfach auch schon gesehen. Mhm. Aber ich schaue es nicht regelmäßig. Ich wusste gar nicht, wenn es läuft. Ja, genau. Wirklich? Wirklich? Ist okay. Okay. Ich bin der größte Germany's Next Topmodel-Fan aller Zeiten. Ich habe es vermutet. Also, komm mal, legen los. So, viel gut Podcast mit dem Fräulein da Capo. Mega schön bist du. Ja, ich habe auch Freude. Das ist gut. Das ist schon mal ein guter Start. Ja, also, genau. Und es ist auch nicht so einfach, mit dir einen Podcast zu organisieren, weil du bist momentan die große Pendlerin und hast sehr viel Termin. Ja, also gut, also es ist einfach, wenn ich dann schon mal auf Zürich gehe, dann tue ich es effizient gestalten. So. Absolut, das verstand ich. Das, damit man nicht eben leer fährt sozusagen. Genau, oder? Genau. Wobei ganz leer fahren ist ja nicht, wenn man noch Auftritt hat. Nein, generell nicht. Das ist so. Nein, es ist cool. Im Moment bin ich wirklich mehr zu Zürich gebaut als daheim. Ja. Gruselig. Und viel im Zug. Ja, auch. Wobei, mal, auch. Macht das Spass? Ich fahre gerne Zug. Ja? Ich würde mega gerne auch an Kicks fahren mit dem Zug, aber ich habe einfach viel zu viel Stellage, darum geht das nicht. Yeah. Aber sonst wäre das, ich finde das voll easy, ich fahre mega gerne Zug, ja. Ich finde das spannend. Da kommt der Stand-Up natürlich zum Zug. Ja, also, darum bin ich auch, darum mache ich nicht Stand-Up. Für das fahre ich einfach zu wenig Zug. Ja, du hast sehr viele Sachen dabei, wenn du ja, ich habe ein ganzes Auto voll war, genau. Wie hat sich das entwickelt, dass du, ich meine, nehmen wir vorerst mal an, aber dass du dann irgendwann das ganze Auto voll hast mit x verschiedenen Sachen, über weiss nicht wie viele Jahre. Das ist ein schleichender Prozess. Ja. Ursprünglich hatte ich mal den Plan, dass ich meine ganze Musikanlage und alles, was ich brauche, kann in eine Kommode verbauen. Und dass ich dann eigentlich nur muss mit dieser Kommode unterwegs sein. Dann habe ich mir vorgestellt, dass die Kommode Räder hat. Mhm. Und dass ich die Kommode einfach irgendwo einstecken kann. Und that's it. Ich bin sehr schnell von diesem Plan wieder weggekommen. Das war nicht durchführbar gewesen. Nein, und dann habe ich auch zwei Instrumente und Zeug. Und dann denkst du, ja gut, ich meine, jetzt habe ich eh schon das dabei, jetzt könnte ich dieses auch noch gerade mitnehmen. Und dann irgendwann, jetzt hast du eine Karre voll wahr. Zwischen habe ich noch Leinwand dabei und noch Beamer. Und im Moment liebe ich eigentlich mit einem Schlagzeug. Also du machst auch extra nicht einfach, sondern du findest immer nochmal etwas dazu und nochmal etwas dazu. Ja, es ist halt schlussendlich, willst du dich ja nicht nur aus Platzgründen in deiner Kunst beschränken. Ja. Also das wäre ja fatal. Das wäre mir auch schade. Ich mache nur so fest Kunst, wie es in ein Auto rein mag. Ich habe mir dann irgendwann ein grösseres Auto gekauft. Das war dann mal so die erste Konsequenz daraus. Inzwischen habe ich wirklich einen Bus. Ja. Und jetzt muss ich halt schauen. Ja. Ja, das habe ich mal mit so einer Kommode, die auf Rädern war, kein Witz. Voilà. Yeah. Aber nur für Getränke. Ich wollte alkoholische Getränke ausschenken von okay. Dort. Und als ich die gesehen habe, habe ich dann auch vermessen, weil ich so ein kleines Auto und ich so, oh. Und danach haben wir es halt wirklich über den Technikerbus haben wir es dann transportiert. Weil dort auch, ich dann gemerkt habe, eben nur weil ich ein kleines Auto habe, ja, kann ich jetzt nicht auf deine Fahrbar verzichten. Genau, kann ich jetzt nicht die supergeile Idee in meinem Kopf jetzt einfach wegschmeißen. Nein, das ist bei mir genau das Gleiche. Und ich bin ursprünglich mal ganz anfänglich, als ich angefangen habe, No 7, mit dem Fräulein, habe ich ein Starlet gehabt. Toyota Starlet, das ist wirklich ein mikro-kleines Auto. Mhm.
Also sehr rudimentär, kein Servo, kein Airbag, kein elektrisch, nichts. Und ein kleiner Kofferraum. Mhm. Dort hat dann das Nötigste drin Platz gehabt. Ich musste relativ schnell mal auf etwas Gröberes umsteigen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ich war dann sehr viel unterwegs. Dann, nein, das. Dann war ich noch schwanger. Und nein, also das war nicht mehr vertretbar. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Wenn du sagst, im 07 hast du mit dem Fräulein angefangen, hast du das Fräulein kreiert? Quasi. Oder ist das auch so ein schleichender Prozess gewesen? Nein, ich habe eigentlich ursprünglich war die Idee gewesen, dass ich jetzt einfach mal etwas machen will, wo ich im Mittelpunkt stehe auf der Bühne. Mhm. Ich war vorher immer in Gruppen unterwegs gewesen. Ich hatte Bands, ich war im Acapella-Chor, ich war im Blasmusikverein, in Theatergruppen, also alles so die Gruppensachen. Und aus dem heraus habe ich irgendwann mal gefunden, jetzt will ich mal zuvorderst stehen. Und habe ich gefunden, das mache ich am besten allein. Und dann habe ich mir ein Loop-Gerät gekauft und habe dann angefangen zu tüfteln mit dem. Und aus dem heraus ist dann irgendwann das entstanden, das Einfrau-Orchester. Und habe einfach gefunden, ich brauche einen Namen. Ich will das wie labeln, als eine Figur haben. Mhm. Nicht einfach nur Einfrau-Orchester heissen, und sonst das Fräulein haben. Ja. Aber ein Fräulein empfinde ich jetzt nicht als Kunstfigur per se. Ja, es ist ein Twitter. Es ist natürlich sehr nah bei mir. Es ist fast zu nah bei mir, dass es noch eine Kunstfigur ist. Ich deklariere es als das, aber es ist ein bisschen, ja, ich sehe, was du meinst. Ich möchte nicht darüber reden. Das ist gut. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Sehr schön. Nein, aber also, es macht natürlich Sinn, dass man einen anderen Namen gibt. Aber kannst du schauen. Ja, ja. Mach nicht. Nein. Du bist ja eh wieder drauf. Jetzt gehen alle Blöder aus. Ach, dann willst du meine? Nein, ist gut. Wir können es probieren, ob der drauf geht. Ja. Probier mal. Ja, gib mir auch noch. Was denn? Nein, der ist gross. Ah, shit. Ja, noch. Ah, da ist er. So, ich habe ihn wieder. Sehr schön. Nein, aber ich meine mehr, du hast nicht eine Kunstfigur kreiert, weißt du, die irgendwie anders schwätzt. Aha, nein, ich schlüpfe nicht in eine wirklich fremde Rolle oder auch in die andere Personenrolle. Es ist eigentlich mehr, wenn es so andere Rollen gibt, dann wäre es eigentlich so das Fräulein, das dann in die schlüpft. Also es ist wie um zwei Ecken rum, aber es ist, so ist alles sehr subtil. Das ist so. Du hast dann, und dann, wie hast du dann angefangen im 07? Hast du mit deinem Loop gerade rumgetüftelt und danach hast du... Dann habe ich mich gerade mal angemeldet für ein kleines Privalo-Wettbewerb. Ah, wirklich? Voll Hähne. Und habe auch gewonnen. Und nein. Ich habe noch beim MX Music, nein, M for Music. Ja. Es gibt so ein Format Zürich. Musiksachen, dort habe ich auch mitgemacht und dort konnte ich mich dann auch vorstellen, haben wir so meine Besprechung können machen, weißt, so mit der Claude Bravi war dort mal von Warner Music, so eine A&R und eigentlich ist es darum gegangen, dass man so ein bisschen Musik präsentiert und ich habe mit ihm zusammenhocken. Wir sind dann auch später, haben wir uns noch getroffen und er hat mir gerade gesagt, wenn ich dich wäre, würde ich Richtung Comedy gehen. Ich würde glaube nicht zwingend jetzt das allein auf Musik machen, sondern wirklich in richtig lustig. Und das war für mich so eine Initialzündung gewesen, dass ich wirklich fand, okay, das stimmt eigentlich. Ich habe dort zwar noch Englisch gesungen, ganz anfänglich. Ah, sogar? Das versteht ja niemand. Das kann ja noch so lustig sein. Das ist ja schade. Schade um den Humor. Das ist eine Verschwendung. Ja, weil ich merke selber, obwohl ich Englisch hatte, mit dem James Grund haben wir das zum Beispiel besprochen, man hört dann nicht so intensiv auf den Text, sondern man lässt sich mehr von der Musik begleiten. Man ist sich so gewöhnt, dass wenn so eine Band Englisch gesungen wird, lässt man die Musik wirken, lässt es plätschern und lässt nicht zwingend auf den Text. Ja. Yeah. Ich merke jetzt auch wieder, jetzt gerade wieder mit unserem Freddy-Projekt, auch, das sind ja die Queen-Songs in Mundart. Und dann lasse ich die und denke so, aha, das haben wir noch nie überlegt, um was es da gehen könnte. Mhm. Und dort bin ich dann wirklich darauf gekommen, dass das zwar schön ist mit dieser englischen Musik, weil ich finde, englische Musik gesungen finde ich etwas Schönes, ich finde, das ist eine schöne Sprache zu singen. Und gut, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns das gewöhnt sind. Rätoromanisch ist grundsätzlich auch eine schöne Sprache gesungen. Mhm. Aber also ja, man versteht es halt einfach nicht. Yeah. Oder man lässt auch zu wenig drauf. Und dann kommt der ganz grosse Teil dann verloren, gerade wenn du jetzt humorige Lieder schreibst. Yeah. Und da bin ich dann relativ schnell aufs Mundart gekommen. Und ist das schwierig gewesen, auf Mundart dann irgendwie Texte und
und wie würde ich sagen, Ziele finden, die irgendwie sich ja, man muss ein bisschen mehr überlegen als in Englisch irgendwie, weil man ja eben weiss, dass dann die Leute hören und es verstehen. Yeah. Also es wird dann auch erwartet, dass man etwas erzählt, wo dann im Englischen hingegen so ein bisschen mit ein bisschen schönen Phrasen, schönen Reimwörtern schon relativ viel gemacht ist. Das ist dann im Mundart, finde ich, ist dann der Anspruch eben schon da, auf dem Zuhörer her, erzähl mir etwas. Ich will, also klar, Musik ist schön und gut, aber wenn du jetzt schon in Mundart singst, dann will ich auch etwas Butter bekommen, einfach von der Story her. Ja. Habe ich jetzt so das Gefühl. Also mir geht es zumindest auch so. Doch, empfinde ich auch so. Ich empfinde sogar noch die Zusatzhürde, dass Mundart ja nicht eingängige nationale Spruch ist. Ja, jetzt geht du natürlich mit deinem Dialekt und ja. Ich jetzt mit meinem, das ist ganz weit voneinander weg. Ja, ja, das ist also so. Ich verstand dich, du verstehst mich, aber... Ich verstehe dich total gut. Aber ich weiß, ja, ich meine eben, jetzt, zum Beispiel, ich habe immer gefunden, Berner Mundart ist perfekt zum Liederschreiben. Ja, das sagen viele, ja. In Berner Mundart reimen ist einfacher als in anderen Mundarten. Mhm. Hat aber natürlich damit zu tun, dass einfach, Mundartmusik im Bernischen ganz festen Ursprung hat. Mhm. Für viele Sachen. Also das ist halt einfach etwas, was sehr gängig ist, was man sehr gut kennt. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, dass das im Luzerner Hinterländer, der Dialekt, den ich jetzt rede, schon auch geht, aber ich habe einfach so satzstellungsmässig habe ich dann andere Hürden zu bewältigen. Ja, weil die Berner ja eh schon eine andere Satzstellung haben. Ja, sie, bei ihnen ändert halt viel auf A. Mhm. Also weißt du, ich habe gehabt, lala gehabt. Es ist, sie machen sich dadurch recht einfach, finde ich. Und das ist dann auch wieder am Englischen, dass du eben viele Möglichkeiten hast mit stimmt, anderen Wörtern. Im Englischen hast du das auch wirklich, ja. Sehr viel so rein, so wirklich so Sachen, die mega schön aufeinander einfach matchen. Ja. Ja, der Baschi hat das Gefühl gehabt, er muss Berndeutsch singen am Anfang. Hat er? Ja. Ihr Wort? Ja, ganz am Anfang. Es ist so ein bisschen so. Und warum hat er das gemacht? Bahnrichtig alte. Ah. Ja, aber es ist glaube ich, schon damals auch vom Label und so eine bewusste Entscheidung gesehen. Aber weil das einfach mehr in den Ohren der Leute, genau. Mehr Anklang findet, weil es einfach etwas ist, was man schon kennt. Ja. Hm. Und dann mit der Zeit, wenn man dann eben eh weiss, also das hat er dann entschieden, wenn man dann eh weiss, wie er schwätzt und wie es tönt. Dann ist es auf einmal komisch, wenn dann das Berndeutsch... Ja, und irgendwie ist dann auch, also es ist dann auch eine schicke Challenge, zu sagen, so, jetzt etabliere ich mal meinen eigenen Dialekt in yeah. Mundart. Yeah. Aber es ist natürlich, ja, ist ein bisschen blöd, das stimmt. Ja, und wie nennst du es? Luzerner Hinterländer. Ja, weißt du, wenn ich überhaupt ich habe Luzerner Dialekt, lache mich Luzerner raus. Das stimmt hinten vorne nicht. Meine Dialekt ist nicht wie ein Stadtluzerner, redet anders. Das hat zum Beispiel Nein und Weiß und Milch und Schule. Ja. Yeah. Dann sage ich alles nicht. Mir ist alles viel ründer, weil ich bin sehr nah an der Berner Grenze daheim. Yeah. Ich sage Milch und Schule. Yeah. Adi und Konsorten lachen mich permanent aus wegen meinem Dialekt. Sie müssen die ganze Zeit nachnehmen, ausgerechnet. Und ja, unter das eben ist das eben Luzerner Hinterländer. Okay. Und dann hast du den kleinen Privalo gewonnen, mhm. und dann ist es abgegangen. Ja, also ja, nachher habe ich einfach gewusst, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Yeah. Das ist, glaube ich, mein Ding. Das werde ich machen. Und ich habe dann ja auch dort mal noch gearbeitet in einem Büro, also in einem Büro in einem Musik- und Filmversand. Ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung und habe dort seit 5-6 Jahren dort gearbeitet. Und aber inzwischen schon reduziert auf 60%, weil eben so ein bisschen die Musik nebenzu und alles. Und dann habe ich gefunden, so, und jetzt werde ich mal Gas geben mit dieser Musik. Jetzt werde ich es wirklich mal probieren, yeah. Mit dem Solo-Ding. Und habe dann Velo 40% reduzieren. Und bin dann zum Chef und der Chef hat gefunden, nein, 40 ist zu wenig. Und dann fand ich, ja, easy, dann könnte ich. Ja. Weil ich finde sicher irgendwo 40% Job, jetzt, um das mal jetzt auszuprobieren mit dieser Musik. Und dann habe ich gekündigt. Und 3 Tage später habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Wow. Ja, das ist ja so schlau. Nein, es war kein Problem. Nein, aber es sind ja immer so die Timing-Geschichten, oder? Ja, natürlich. Du planst es ja eh. Ich habe die Pille vor einem Jahr schon bald abgesetzt, weil wir haben Familienplanung betrieben, yeah. Hier, aber irgendwie ist das nicht so...
ja, irgendwie habe ich einfach nicht damit gerechnet, dass es jetzt genau in dem Moment so ist. Es ist immer dann. Aber ja. Das war cool. Schlussendlich war es genau das Richtige. Und meine Mann hat gefunden, du Eis, ich bin auch nicht da. Und dann habe ich angefangen mit dem Fräulein. Und gleichzeitig bin ich im RAF vorstellig geworden und habe Bewerbung geschrieben. Mhm. Jeweils unten mit dem PS, ich bin schwanger. Grossartig. Da, ja, da haben alle gefunden, komm sofort. Nein, alle gefunden, ja, okay. Dann legen wir das wieder aufs Beigalli legen mit den Absagen. Logisch. Und ja, und so schlussendlich habe ich dann eben das Fräulein angefangen, wirklich im schwangeren Zustand. Und hast du nie mehr 40% Job angenommen? Nein, das ist dann wirklich nie mehr so weit gekommen. Ja. Schlussendlich dann hat das wirklich Fahrt aufgenommen auf eine Art, wo das nicht mehr Thema wurde, dass ich wieder zurück ins Büro gehe. Ja. Und das Coole daran war dann eben schon auch, dass gleichzeitig auch die Familiengründung stattgefunden hat. Also ich weiss jetzt nicht, wenn das trotzdem mal nicht parallel gelaufen wäre. Ich weiss jetzt nicht, ob ich oder wie viele Kinder ich heute hätte. Ach so, ja. Weil du, ja, ich meine, es ist dann so ein bisschen, fast dann einfach abbiegeln, oder? Ja, es ist ja, so, ja, hätten das Platz, neben dem muss ich jetzt hier machen und jetzt will ich doch die Karriere vorantreiben und so. Und irgendwann kommst du dann vielleicht unter Umständen an den Punkt, wo du das gut überlegst, ja, wenn wir auch noch ein bisschen warten. Ja, also dort, plötzlich bist du 37 und merkst, ah, scheiße, jetzt hat es lang gewartet. Dort bist du das erste Mal schwanger gesehen und dann ist es wie einfacher zu sagen, also jetzt ja, dann habe ich gemerkt, das geht im Fall mit dem Kind. Das ist ja, das funktioniert und dann haben wir noch das zweite gemacht. Und so einfach. Und ich bin aber auch der festen Überzeugung, weil das ist mir damals gesagt worden und ich habe nur noch 20% geschafft beim Radio. Also nicht, boah, das ist jetzt mein Haupteinkommen. Trotzdem habe ich so als Notnagel die 20% immer so ein bisschen. Ja, aber das ist der Schweizer per se, ich bin auch so. Ja, und dann aber, sagt mir der Dabu wohl bemerkt, sagt, ab dem Moment, wo du voll und ganz auf das setzt, passiert so viel mehr wie vorher. Einfach weil du strahlst etwas anderes aus, die Menschen empfangen irgendetwas anderes. Du bist ja etwas anderes drin. Genau. Du bist dann einfach, das ist es jetzt, oder? Ja. Und du tust dich nicht auf irgendetwas noch verloren. So. Ja, richtig. Du bist mit Liebe und Seele dann einfach nur noch das. Und das merke ich jetzt immer im Gespräch mit anderen, die so an so einem Punkt sind, wo sie sagen, jo, ich schaffe noch ein bisschen, aber... Wo ich persönlich dann immer so muss sagen, ich habe das Gefühl, das könnte jetzt noch 10 Jahre so sein. Also, weißt, ja, weil, nein, das Schritt musst du, glaube ich, machen. Du rechnest dann immer in deinem Kopf, hatte ich jetzt genug Geld verdient, die letzten... Das ist wie Wurst, blöd gesagt, sondern es muss wirklich einfach zum Tag X sein. Ja, aber ich kann es total verstehen, wenn man auf die Sicherheit setzt und man findet, einfach so ganz schon klar. Auf die Kunst möchte ich mich jetzt nicht müssen verlassen. Ja. Weil ich bin ja dort, mal habe ich ja auch nicht Musik studiert, aus dem Grund, weil ich gefunden habe, ich will ja dann irgendwie ein Leben von dem, was ich mache. Und ich habe gewusst, ich wollte nicht Musiklehrerin sein. Ja. Ich bin keine Pädagogin, wirklich nicht. Und darum ist das für mich wie nicht in Frage gekommen. Ich wäre dann lieber an die Kunstschule gegangen. Ich habe gefunden, Grafik dort, das ist wie breiter als Musik. Und dort bin ich aber nicht reingekommen. abgelöst. Und dann ja, schlussendlich hat es dann das KV gegeben. Und dann habe ich alles hobbymäßig betrieben. Und dann eben irgendwie, wenn dann so das Hobby plötzlich willst du zum Beruf machen, dann musst du wieder einen Schritt machen. Das ist so ein Schritt ins Lehren raus. Und das kostet echt Überwindung, das ist wahr. Aber es ist lustig, weil für mich ist es so wie vom 10-Meter-Springen. Es braucht extrem viel Überwindung, aber der Moment, wo du das gemacht hast... In dem Moment, wo du in der Luft bist, gibt es ja kein Zurück mehr. Ja, und dort hast du dann aber auch so eine Erleichterung. Trotz allem. Also für mich ist es so gesehen, weil die Leute fragen immer irgendwie wegen Existenzängste und so. Und das ist das Befreiendste überhaupt gesehen. Weil es einfach so... Ja, und bei mir ist jetzt die Existenzängste, das ist jetzt... Wie soll ich sagen? Das ist jetzt nur bedingt rum gewesen, weil ich natürlich auch noch Partner hatte. Wir waren ja ein Team und er hat ganz klar auch gesagt, aktuell finde ich es cool, wenn du das jetzt mal machst. Und ich bin ja auch noch da. Also wenn jetzt wirklich anfänglich irgendwie gar nicht mehr reinkommt, dann finden wir Lösungen. Also so ist es ja dann nicht. Yeah. Und das ist natürlich super cool, wenn du das Umfeld hast, wo dir da nur so eine kleine Zusicherung gibt. Wir sind auch noch da, wenn alle Stricke reiss sind. In dem Moment finde ich, kannst du es wagen. Ja, und ich glaube, das ist lustigerweise in einem Ort wie der Schweiz, ist das auch viel mehr möglich. Also du hast schneller mal noch jemanden im Umfeld, weißt, wo noch ein bisschen Geld hat. Ja, wobei ich habe das Gefühl, eben auch gerade der Schweizer, wo
aus dem Punkt. Eigentlich in einem Wohlstand innen lebt, hat auch mehr Mühe, den loszulassen. Ja. Und sich dann eben auf das unsichere Gebiet einzulassen. Weil das ist so das Sicherheitsgefühl, das, also ich habe das ganz fest in mir drin. Das ist ja angeboren. Und ich denke, das ist, so ein bisschen, das ist vielleicht wirklich so ein eine Schweizer Eigenschaft. Ich habe das Gefühl, dort, wo man weniger zu verlieren hat, wagt man auch mehr. Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich habe nicht viel zu verlieren. Das hat mir wahrscheinlich geholfen. Ja, das kann. Also das, in so einem Moment kann das, glaube ich, recht helfen. Ja. Eben das 10 Meter Sprungbrett zu nehmen. Und trotzdem ist dann spannend, weil man ja selten das Gefühl hat, wow, jetzt habe ich es geschafft. Also irgendwie jetzt. Nein, es ist ja dieser Weg, wo man einschreitet, wo man anfängt zu gehen. Und also hast du einen genauen Plan gehabt, wie das bei dir so laufen? Hast du dir irgendwie konkrete Ziele gesetzt? Weißt, hast du gesagt, in 5 Jahren werde ich dort sein und sonst mache ich etwas anderes oder so? Nein, weil für mich hat's, auch dort habe ich mir kein Sicherheitsnetz gegeben. Für mich hat es wie keine andere Lösung gegeben. Dann schau mal drauf los und mal schauen, was passiert. Sondern ich habe mir Zwischenziele gesetzt und zwar immer halb noch ein realisierbare. Mhm. Nämlich das allererste Ziel ist gesehen, ich schreibe ein Solo-Programm. Mhm. Und wenn du das dann mal gehabt hast, ist halt gesehen, okay, was mache ich jetzt mit dem? Jetzt habe ich es irgendwie 4-mal gespielt und es haben ein paar Leute gesehen, aber sehr wenig. Mache ich jetzt das viel besser? Also probiere ich das irgendwie aufzupeppen oder was weiß ich? Und nachträglich gesehen, die beste Entscheidung, dass ich gesagt habe, nein, ich schreibe lieber gerade ein neues. Weil ich das Gefühl habe, es wird dann in der Basis schon besser. Ah, okay. Du hast wirklich so gefunden, ich hole jetzt mal einfach raus und tue Learning by Doing alles immer wieder verbessern. Genau. Moment, und mit dem ist dann effektiv auch wahnsinnig viel passiert. Okay. Weil dort sind dann auf einmal irgendwie eben bessere Nummern entstanden, wo dann irgendwie Leute auch effektiv lustig gefunden haben. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie das Fernsehen, Jacobo Müller, und dann sagen die, tritt mal bei uns auf. Und danach hast du sowieso, eben hast nicht das Gefühl, du hast es geschafft, aber du hast mal so einen Moment von... Ja, du hast ein Steinchen ins Wasser gerührt und das macht so seine... Richtig, du hast so einen Moment von, ein kleiner Impact hat es schon gehabt. So, ich bin doch jetzt nicht mehr anders wie noch vor ein paar Jahren. Ja. Aber so effektive Langziele mit das und das und dann habe ich so viele Leute, ich glaube, das darf ich mir auch nicht haben, weil sonst... Nein, die Enttäuschung ist einfach so ein bisschen vorprogrammiert. Genau. Meistens kommt es ja eh anders, als man sich das ursprünglich ausmalt. Ja, vor allem wenn jetzt eben noch zum Beispiel eine Pandemie dazwischen kommt. Ja, Pandemie ist ja ein relativ unberechenbares Business, das wir uns drin bewegen. Ja. Und von dem her ist es noch schwierig. Ja, extrem. Weil ich habe mal wo es vom ersten zum zweiten so einen Sprung gegeben hat, für mich, vom Programm, habe ich das Gefühl gehabt, vom zweiten zum dritten Programm, gibt es dann auch nochmal so einen Sprung, oder? Das passiert aber nicht. Nein, das ist dann so marginal. Es geht schon ein bisschen mehr, aber halt nicht mehr wie von Anfang an, oder? Ja. Und eben darum, da denke ich auch immer, es ist schwierig so, kann man dann auch einfach schon mal zufrieden sein mit dem, wo man ist. Und eben nicht so eine ewige Suche nach, ja, ich will noch mehr und ich will noch das und Zeugs und Sachen. Ja, sondern einfach mal das genießen, was man hat. Genau, ja, genau. Stimmt. Und eben wenn du sagst, es ist ein konstanter Weg, dann fährst du an und dann eben passieren immer wieder ein paar Sachen. Aber ich nehme mal an, ein Meilenstein ist sicher gesehen, dass der Fix bei Jacobo Müller hast können dabei sein. Ja, das ist natürlich das ist eine Tür, wo mir auf ist, wo ich dann eigentlich, also nebst dem, dass ich wirklich jeden Sonntag im Fernsehen gesehen bin, was für einen Kleinkünstler ja per se einfach schon mal eine hohe Plattform ist, die Möglichkeit hat man sonst nicht, weil im Fernsehen passiert das sonst nicht. Und zu einer anderen Zeit vom Fernsehen. Voilà, und sonst passiert das eigentlich nur auf der Bühne und dort musst du dir das Publikum holen, beziehungsweise es macht eben so langsam, zieht seine Kreise und wenn du im Fernsehen bist, hat es einfach einen anderen Wirkungskreis. Ja. Es ist einerseits das und andererseits ist natürlich für mich persönlich das Größte gesehen, dass ich einfach alle namhaften Schweizer Künstler kennengelernt habe. Weil wir hatten immer einen künstlerischen Gast, jeden Sonntag. Und wir sind nachher immer noch zusammen gegessen und ich konnte mit Leuten können diskutieren und reden, die spannende Leute. Und ich habe die alle gekannt und der Clou ist auch gesagt, die haben mich dann auch gekannt. Yeah. Einerseits das. Und ich habe das Gefühl, ich habe
wirklich mit dem Fräulein angefangen. Ich habe gar noch nicht gewusst, eigentlich, was Kleinkunst ist. Also ich habe nicht wirklich gewusst, was ich da mache. Mhm. Sondern ich habe einfach gewusst, ich wollte irgendwie auf die Bühne mit meinem Loop-Gerät. das ist so meine Vorstellung. Ich wollte einfach mal ein paar Konzerte machen. Yeah. Und das hat sich dann irgendwann zu dem entwickelt, dass es halt wirklich schlussendlich ein oberfüllendes Programm geworden ist mit Liedern, mit Geschichten, mit Reden, mit dem, was ich jetzt halt mache. Mhm. Und es hat sich eben, es ist schon so ein schleichender Prozess gewesen. Yeah. Ja, aber ich glaube, dann funktioniert es auch besser. Weil wenn du sonst genau schon gesagt hättest, und dann will ich dort spielen und dann will ich das. Ja, nein, ja, das ist, funktioniert das ist, nicht so. Finde ich schwierig, ja. Wie bist du denn zu Jacopo Müller gekommen überhaupt? Also schlussendlich habe ich ja dann nach dem kleinen Privalo angefangen, halt so kleine Gigs zu spielen. Mein allererster Gig ist brutal in die Hose. Das war bei einer Kollegin gewesen, an einer CD-Taufe, wo ich irgendwie einfach, die Musikanlage hat nicht gegigt in dieser Art, yeah, wie ich. Und ich habe mich wirklich vorbereitet auf das. Da war ich mega enttäuscht gewesen. Und dann der zweite Gig war in der Bar 57 Mal zu Luzern. Eine mikro-kleine Bar und ich habe irgendwie nur einen Gitarrenverstärker mitgenommen. Ich weiss nicht, was ich überlegt habe. Und dann habe ich über den Gitarrenverstärker in dieser Bar hingespielt. Und zwar auf der Theke, weil er hat gesagt, du kannst wählen, auf dem Klavier oder auf der Theke, weil wir haben keine Bühne. Und das hat er mir gesagt, in dem Moment, wo ich dort eingeschlagen habe. Und dann habe ich schlussendlich mich für die Theke entschieden, aber blöd, ich habe ein Röckchen angehört, das war suboptimal. Und das ist der zweite Auftritt, der wirklich nicht wahnsinnig gut war. Ja. Und gleich hast du weitergemacht? Ja, ich habe da gefunden, schau, das dritte Mal gibt mir jetzt noch. Ich habe so viel Zeit investiert, ich habe wirklich vorher monatelang mit meinem Loop-Gerät in dem Kämmerli und habe da rumgetüftelt und habe meine vier Songs gehabt. Und habe gefunden, hey, also jetzt habe ich so, also das ist jetzt doof, nur weil jetzt der eine nur die Anlage nehmen und das andere Ort die Huren ticken. Und dann höre auf Lachen. Und auf jeden Fall bin ich dort noch im MySpace gesehen. MySpace ist also ein Musik-Ding. Also ich war da schon sehr Social-Media-affin gewesen, obwohl es das per se eigentlich gar noch nicht wirklich in dieser Art gegeben hat. Mhm. Auf jeden Fall war bei MySpace dabei gewesen, habe ich so Songs gemacht, die ich am PC so zusammentüftelt habe, so eine Frau A Cappella Songs. Yeah. Und der dortmalige Typ vom Kraftfeld zu Winterthur, so ein Barclub, was ist das? So ein, ja, einfach so ein, auch so ein Ort, Konzertort. Ja. Und der hat mich über MySpace gefunden und hat gesagt, wir machen hier so ein A Cappella, wir haben so verschiedene Künstler und er wird mich einladen, zu spielen. Und ich dachte, yeah, komm! Und dann habe ich gedacht, oh, scheiße, ich habe ja nur vier Lieder. Und dann habe ich dort noch so mein Programm erweitert. Und das war mein dritter Auftritt in diesem Kraftfeld zu Winterthur. Und der hat funktioniert. Ja. Yeah. Und von dem Moment habe ich gewusst, mal, ich glaube, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Und ja, und dann habe ich angefangen, hier und dort Konzerte zu spielen und habe hier und dort Möglichkeiten gehabt. Und dann schlussendlich irgendwann habe ich Lara Stoll kennengelernt an einem Anlass vom Art TV. Und dort, dort haben wir uns kennengelernt und dann kurz darauf aber hat sie mich engagiert an einem Poetry Slam im Casino Theater Winterthur. Mhm. So als Zwischenhäppli musikalisch so zu auflockern. Mhm. Und dort hat mich der Victor gesehen. Yeah. Und dann kurz darauf habe ich noch in meiner Combox den Victor Jacobo gehabt, gefragt, ob ich mal bei Jacobo Müller mitmachen will. Und dann dachte ich, ja, sehr gerne mal vorbei. Und dann hat es geheißen, ja, aber also, weißt, fix so. Yeah. Über längere Zeit. Und dann habe ich mir das ganz fest überlegt. Weil das habe ich gefunden, wow, das ist also das eine, wenn du vor Leuten kannst spielen, die dich wollen. Ja. Yeah. Aber wenn du dann Sonntag für Sonntag vor ganz vielen Leuten bist, die dich überhaupt nicht wollen. Das ist so eine andere Liga. Ja. Yeah. Und das, von dem, das habe ich echt ein bisschen geschockt. Das hat mir, das habe ich nicht, also ich habe jetzt einfach jubilierend zugesetzt, dann haben wir das schon schnell müssen durch den Kopf gehen. Das ist das, wo ich immer wieder denke, dass ein großer Unterschied passiert, eben zu, wenn du jetzt auf einer Bühne bist und Menschen kommen, vielleicht nicht einmal spezifisch stehen und schauen, aber sie haben sich entschieden, ich gehe nirgendwo hin, um etwas zu schauen. Genau. Wenn du dann dort auftrittst, selbst wenn ich jetzt jemandem nicht so passe, dann sind die nicht mega genervt oder finden, was soll das eigentlich, ja, genau, sondern einfach, ah, mir hat die gefallen, mir hat mir der gefallen. So. Ja. Und sobald du dann eben in eine breitere Masse gehst, wie eben Fernsehen, Radio und so weiter und so fort, dann kannst du ja auf einmal Leute stören. Wo? Ja, genau, du kannst Leute auch, ja, also, aber es gibt dann Leute, die dich sehen und finden, die will ich gar nicht sehen. Genau. Da gehe ich doch jetzt brünzeln. Das merkst du dann auch, das ist ja generell, da hast du ja immer so eine Kurve, so eine Quotenkurve. Quotenkurve. So Band Musik kommt im Fernsehen.
Immer? So. Ja, und das ist noch krass. Da mein Vater in den 90er ist mal auf dem Küchentisch ist mal so eine Fötzel gesehen mit so, sieht aus wie so Aktienkurs, oder? Und ich so, was ist das? Also, ja, das sind Quoten von letzter Woche oder irgendwie so. Mhm. Und ich so, aha. Was ist das für ein Buch da? Eben, und dann habe ich gesagt, was ist das, wo irgendwie, weißt du, gerade 200'000 Menschen weniger schauen? Mhm. Und dann hat er gesagt, das ist, wo so und so Musik gemacht hat. Gespielt oh, hat. Mann. So, und ich so, das was? Ist so deprimierend. Was? Und also, ja. Das ist bei allen. Das ist, wenn Lionel Richie kommt und bla bla. Egal was. Und ich so, wirklich? Ja. Also, ja, auch bei Wetten, das und so. Und darum finde ich es aber schön, dass zum Beispiel Musik jetzt mit speziellen Musikformat das ja nicht mehr hat. Ja, also, nein, weißt, weil dort holt man ja dann wirklich die ab, die ich wollte, Musik hören. Ja. Also weißt du, Sing mein Song oder auch The Voice und so Sachen sind toll gewesen, eben genau aus dem Grund. Und es gibt dann eine andere Stellenwert der Musik. Ja, das stimmt. Weil früher bis eben so Entertainment-Shows ist ja mehr so gesehen, ja, Musik Benissimo. Ist, die Musik ist so, ja, ist Zwischenunterhaltung, ja, oder? Genau. Ja, ja, da kommt ein bisschen Musik dazwischen. Also ja, aber das ist der Moment, wo man kann irgendwie ein Bier holen kann, oder? Weil du weißt, es geht etwa drei Minuten. Genau. Das ist so eine Einheit. Ich vor allem bei öffentlich-rechtlich, weil du keine Werbepause hast. Voilà. Und das andere ist ja sicher auch, wenn man so etwas zusagt, überlegt man sich auch eben die Verpflichtung. Aha, das ist dann ja, du willst jeden Sonntag. Du willst ja dann das nicht nur ein paar Wochen genau, machen. Genau, das ist dann jeden Sonntag. Und da muss ja einerseits musst du als Mensch jeden Sonntag wählen, oder? Ja, und du musst jeden Sonntag liefern. Und du musst eben auch Material haben. Weil sonnige Sachen verkackst du dann nur zweimal so richtig und dann bist du weg. Und das ist, der Druck ist relativ gross. Ja, aber das hätte dann dazu veranlasst, durch das hast du sicher eine grössere Produktion auf einmal an den Tag gelegt von Liedern. Ja, also natürlich anfangen kann ich natürlich aus meinem Fundus schöpfen, weil da bin ich ja dann schon ein paar Jahre unterwegs gewesen, als vor allem auf der Bühne. Das ist im 10. Im 10. habe ich angefangen mit Giacomo Müller. Mhm. Also bin ich vorher schon 3 Jahre lang unterwegs gewesen mit viel Musik und ich war sehr produktiv gewesen. Und dann konnte ich aus dem Fundus mal so ein bisschen schöpfen. Aber irgendwann ist noch der erschöpft gewesen. Und dann ist es schon, also für meine Family ist es nicht immer noch lustig gewesen. Es ist schon, und ich bin auch so eine Deadline-Junkie, also ich gehe wirklich immer auf den letzten Drücker. Und das ist, manchmal ein bisschen heavy gewesen. Aber bei kreativer Arbeit kenne ich wenig Menschen, die können sagen, in 2 Jahren habe ich das und das und ich habe jetzt alles schon bereit. Hey, alle sind deadlined. Nein, wirklich. Das ist, glaube ich, einfach so. Das heißt, jetzt mit dem Kolumnenschreiben hast du das ja jetzt auch, oder? Ja, ja. Also weißt du, es ist egal, was ich mache. Ich habe immer die hohe Deadline im Ecken. Und das ist wirklich, also gerade heute jetzt auch wieder haben wir über das diskutiert. Und das ist wirklich wahr. Das ist, glaube ich, einfach für mich ist das der Auslöser, um überhaupt kreativ zu sein. Ich brauche den Druck von oben, damit ich kann, so wie aus meiner Komfortzone raus und dann wie, dann musst du schöpferisch werden. Und solange der Druck nicht da ist, denke ich so, ja, mach das schon, kommt mir das schon noch etwas zu Sinn? Irgendwie, ja, so ein bisschen. Aber eben, du könntest so, ich sehe das gerade an. Ja, logisch. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, es ist ja nicht, dass man nicht daran schafft, bis zu dieser Deadline. Es ist einfach mehr das Unterbewusste. Es trollt dem einfach den Kopf um, aber es ist halt noch nie. Es ist noch nicht fertig. Nein. Das ist mit der Kolumne auch so. Habe ich schon die ganze Zeit, dass, wenn man Kolumne schreibt und wöchentlich eine muss abliefern, dann ist mir die ganze Zeit so überlegen, wo sehe ich die Geschichte, wo wäre etwas, das wäre lustig. Oder so, letztes Mal haben wir über das diskutiert, das könnte ich dann morgen nachgoogeln. Und vielleicht ergibt sich dann etwas daraus. Du bist ja permanent dran. Ja. Und das ist eben, glaube ich, das in sich brieten. Und dann ist eben die Deadline ist einfach so der letztmögliche Moment, wo man auf alles, was sich bis dahin irgendwie brietet hat, dass das dann irgendwie dann musst auf ein Blatt Papier oder irgendwie Zeichen einfach noch aufs Papier schletzen. Genau. weil das hat wirklich mein Leben verändert. John Cleese hat mal einen Vortrag gehalten über, also mehrmals logischerweise, aber er hat einen Vortrag über Kreativität, wo es genau um das geht. Und das hat mein Leben komplett verändert, weil es dort zum Beispiel auch gesehen ist, und das habe ich früher noch nicht gemacht und auch nicht daran geglaubt. Ich habe immer so eben mit Deadline und so, bis spät in die Nacht rein, bin ich dann irgendwie stundenlang noch an etwas im Draht gesessen und das Gefühl gehabt. Und er hat dann gesagt, darüber schlafen ist wirklich etwas vom Entscheidendsten, was man machen kann. Weil du schaust ein Problem an
und du weißt nicht, wie du das lösen kannst. Mhm. Dann findest du, ach, also, dann gehst du schlafen und dann kannst du am Morgen mit einem frischen Kopf kannst sitzen. Und oft siehst du nicht mal mehr, dass es ein Problem ist, sondern findest du ah, ja, logisch. Ja. Also, das ist ja völlig klar. So, weil die Unterbewusstsein effektiv erkennt hat, dass das Problem ist. Einen Moment braucht. Ja. Und dann, hallo, siehst du, darum, ich schreibe morgen um 4 Uhr. Das wollte ich jetzt eben sagen. Bin ich nämlich gelegen. Das letzte Mal hast du mir eine Mail geschrieben, am 4 Uhr am Morgen, wo du gefunden hast, du stehst jetzt auf und fährst jetzt an schreiben. Genau. Und ja, dann machst du zuerst noch Mails, das finde ich aber auch faszinierend. Ja, das ist zum Warmlaufen. Also ich kann ja nicht wirklich aus dieser Schlaftrunkenheit raus und dann mit dem ersten Satz anfangen, in der Kolumne. Ich muss dann zuerst noch so ein bisschen Kaffee und eben noch schnell Mails. Aha. Und einfach noch so zwei, drei Sachen zum so ein bisschen anlaufen. Ja, yeah. Also das ist ein Unterschied zu vielen, weil ich kenne viele, die sagen, wenn sie mal so, so Mails beantworten und so Sachen, dann kann nichts mehr Kreatives entstehen. Ah, nein. Nein, da bin ich relativ unheikel. Gut, aber dann hast du schlussendlich hast du lange überlegt und hast dann trotzdem zugesagt. Ich habe zugesagt, ja. Yeah. Dann war ich 2,5 Jahre lang bei Jaco Müller. Yes. Genau. Und nebenzu habe ich dann immer halt auch Konzerte gespielt, ich habe eine CD gemacht und auch nach der Jacobo Müller Zeit habe ich wirklich halt, bin ich wirklich fest unterwegs gewesen, immer. Ja. Und habe immer schön zu tun gehabt. Das ist cool. Aber wenn man bei so einer Sendung aufhört, dann kommen sicher sehr viele Leute und sagen so, ja, was mache ich jetzt überhaupt? Aha, ja gut. Ich denke, es hat auch sehr viele gegeben, die gar nicht gewusst haben, dass ich eigentlich ein Programm habe und Konzerte gebe. Ja. Yeah. Also wir haben vermutlich schon das Gefühl, mich gibt es einfach das nur in dieser Sendung. Genau. Die 2 Minuten pro Sendung, das genau. Ist der Job. Das ist eine Woche am Sonntag im Fernsehen, ist mein Beruf. Wobei es gibt so Leute, also, die dann halt nichts anderes mehr machen. Also, nein, das gibt es natürlich schon. Also ich hätte das auch können. Ich hatte ja genug gehabt, nebenzu mit Kindern. Und, yeah. Also es ist nicht so, dass man langweilig gewesen wäre, aber es ist natürlich für mich ganz fest, das, was ich am liebsten mache, ist schon auf der Bühne sein, und zwar auf der Bühne, wenn ich mein Programm kann spielen, solo. Ja, yeah. Yeah. Das ist so ein bisschen das, was ich wirklich am liebsten mache, was mich am meisten erfüllt. Warum hast du denn, also ist das der Grund, warum du dann aufgehört hast? Nein, aufgehört habe ich nach 2,5 Jahren. Also hatte ich nach 2 Jahren schon habe ich gefunden, so, ich glaube, der Moment ist da, ich möchte wieder etwas anderes, etwas Neues. Yeah. Nicht mehr jeden Sonntag auf Zürich und ich will auch nicht zum Fräulein Jacobo Müller werden. Weißt du, irgendwann kannst du auch bei etwas zu lang dann dabei sein. Yeah. Und Fräulein der Jacobo. Genau. So. Und dann bin ich natürlich nach 2,5 Jahren ist dann definitiv fertig gewesen, weil ich gefunden musste, wenn es immer noch passt und stimmt. Und nicht, dass irgendwie eben dann so ein langsames Absterben oder so passiert, das fände ich mega schade. Yeah. Und darum habe ich dann meinen finalen Schlusspunkt gehabt nach 2,5 Jahren. Das war gut, ein guter Entscheid. Das ist ja dann wieder das Gegenteil von der Deadline, dass man oft eben Sachen muss loslassen muss, wo man sagt, oft für Außenstehende zu früh. Ja, und nicht nachvollziehbar. Genau. Ja, genau. Und dann ist es eigentlich meistens gerade noch richtig. Ja, das finde ich auch. Voll dieser Meinung. Wenn die Leute noch finden, ah, oh, aber jetzt schon, oder ist doch schade jetzt. Yeah. Und dann ist es, glaube ich, der richtige Moment. Ja. Yeah. Wenn sie sagen, aha, ja, hast du doch noch gemerkt. Das ist dann ist es spät. Seit 3 Jahren haben wir das Gefühl, das haben wir schon lange gesagt, wenn hört dich die endlich. Und irgendwie, das ist so ein bisschen, ja. Ja, und danach hat es jetzt effektiv... Also effektiv, das hast du eben nebenbei schon gemacht, aber ja, danach... Ja, natürlich noch, parallel habe ich noch zum Beispiel habe ich noch den Kinofilm «Der Sandmann» mit dem, also von Peter Luisi haben wir noch gedreht. Das war auch in dieser Zeit, glaube ich. Lina war dreijährig. No 9 haben wir das gedreht. Mhm. Nein, das war noch vor Jaco Müller. Und dann 11 ist er ins Kino gekommen, so genau. Yeah. Genau, das war noch gewesen. Und halt, ich bin dann produktiv vor mit Programm. Ich habe dann mein zweites Programm ist rausgekommen. Neues Zeug. Ich weiß nicht, in welchem Jahr. Ich bin so schlecht mit Zahlen. Das ist meine grosse Schwäche. Wirklich? Ja, ich glaube, ich habe eine Dyskalkulie. Eine nicht diagnostizierte Dyskalkulie. Nein, also Zahlen, Horror. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann noch eine CD rausgegeben und dann habe ich angefangen mit Kolumnen schreiben für die Luzerner Zeitung.
Und dann bin ich dann irgendwann weitergekommen zu der Schweizer Familie mit Kolumnen schreiben. Und dann, ja, plötzlich hatte ich dann mehrere Sachen, die ich machen kann. Yeah. Also nicht nur das Einfachorchester, sondern auch noch Kolumnen. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen mit Zeichnen, wo dann das mit den sozialen Medien so angefangen hat, so mit Instagram und Facebook. Super. Und dann habe ich angefangen, wieder Comics zu machen. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Das habe ich vor der Bühnenzeit, eben ohne ich richtig Grafik gehen, habe ich eigentlich viel gezeichnet. Ich habe dann mal am Fumetto-Wettbewerb mitgemacht, Comic-Wettbewerb, und habe dann auch mal für ein Magazin als Comiczeichnerin gearbeitet, eine Zeit lang. Also das habe ich nachher irgendwann ad acta gelegt und dann auch wieder vorgenommen, was ich gefunden habe. Und inzwischen habe ich es sogar auch auf der Bühne können integrieren. Also dass ich das Zeichnen eigentlich mit auf die Bühne genommen habe. Ja, vor allem, ich finde es eben mega geil, dass das ein sehr guter Nutzen von Social Media ist. Mhm. Also weißt du, weil ich denke mir, für mein Zeugs denke ich mir zum Teil so, ja, willst du jetzt nochmal ein Foto von dir irgendwie reinknallen? Ja, irgendwann hat man es dann gesehen mit den Selfies. Ja. Das ist ein bisschen so. Ja, ich habe wirklich auch eine Alternative gesucht zu Selfies. Ja. Das ist wirklich wahr. Darum heissen sie auch Rätselis und Zeichnis statt Selfies. da haben wir ein paar Sachen. Hallo, gibt's? So geil. Und ich finde das mega schön, weil es ist auch in einem, wenn ich durch mein Feed gehe, ist es auch eine sehr willkommene Abwechslung, weil du eben auch das Gefühl hast, du siehst auch konstant das Gleiche. Also, ja, was hast du für Leute abonniert? Ich habe mega viel, viel Kunst. Wenn ich meine Feeds durchscrolle, ich habe extrem viel Kunst. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe zu wenig aus meiner Welt raus. Ich bin noch nie, ich für mich eben so gefühlt, und ich habe keine Deadline für das, müsste wie mal einen Tag hinsitzen und sagen, was interessiert mich und was gibt es für geile Channels in diesem Bereich. Und weißt, dann kommt man irgendjemand da hin, sondern es ist mehr so, ich bin so ein Reaktor. Dann sehe ich irgendwie, die und die Person folgt dir. Und ist irgendwie aus dem Business, sage ja, logisch, folge ich auch. Weißt du, so. Aber ich kann sagen, aber dann bleibst du immer innerhalb von deiner Bubble. Genau. Ja. Genau. Also, ein Kollege, der auftritt, der hat jetzt alle aus der Bubble hat er stumm geschaltet. Ihr Wort? Ja. Krass. Gesagt hat, weil du bewegst dich sonst was will ich unter sonst, deinesgleichen. Genau. Und dann, ja, und was will ich sonst nochmal einen Auftritt dort sehen und nochmal irgendwie, ich spiele dann übrigens da und da. So. Und ich merke schon, dass ich dort auch mehr aus meiner Bubble raus müsste. Oh ja, das lohnt sich extrem. Ja. Also ich habe wirklich einen abwechslungsreichen Feed, wo wenig, also klar, habe ich auch meine Branchengespendchen, die ich so ein bisschen follow, aber die sind jetzt auch nicht wahnsinnig fleissig mit dem Posten, ehrlich gesagt. Oder vielleicht habe ich sie auch auf stumm geschaut und weiss gar nicht. Aber wie ist das eigentlich? Wenn ich jemanden auf stumm schaue, dann würde ich dann irgendwann mal... Du hast den übrigens auf stumm geschaut, willst du den immer noch stumm haben? Nö. Nicht, ich glaub, oder? Dann, du kannst aber auch irgendwann mal nachschauen, wen hast du eigentlich auf stumm geschaut. Dann müsste ich dort mal durchschauen. Ja. Vielleicht sind ja nicht irgendwelche stumme Leichen, wo ich eigentlich gerne würde wissen, was die inzwischen machen. Siehst du? Ja, vielleicht braucht man ab und zu mal so eine halbe Jahr Pause. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber ich tue sehr viel Kunst konsumieren über Instagram. Ja. Es gibt mega geiles Zeug. Es gibt einen Maler, der lebt in Berlin, ist aber eigentlich ein Engländer. Der macht jeden Tag ein Bild, ein Ölbild. Und zwar 15 x 15 cm. Mhm. Und der ist so gut. Also ja. Der Hammer, weißt du, Licht, Schatten, Farben, der hat es Huren im Griff. Und weißt, der lebt heisst? Von dem. Der heisst Edward B. Gordon heisst er, glaube ich. Und der lebt von dem, dass er alltag ein Bild macht und die verkauft er dann. Für natürlich nicht Tausende von Franken, sondern für 300-500 Euro, keine Ahnung, so in dieser Art. Ja, wäre geil, wenn du das jeden Tag machst. Ja, aber in Berlin. Du kannst nicht jedes Bild verkaufen, natürlich. Aber es ist wirklich, also es ist wirklich mega cool. Ich glaube, Edward B. Gordon. Christoph sucht ihn. Ja. Gordon oder Golden? Gordon. Nicht? Bin ich falsch? Siehst du, rühre mich da durch alle Böden und weiss immer, wie er heisst. Speziell Instagram. Das ist immer der Punkt, das ist der Handle. Edward B. Gordon, official. Edward B. Gordon. Ja, voilà. Das ist der. Yeah. Also er macht auch grosse Bilder, also wirklich grosse Kunstwerke. Aber er hat vor allem so kleine, wirklich so wie
wie ich jetzt zum Beispiel so Fotos mache, wenn ich unterwegs bin, wo ich etwas sehe, was ich cool finde, tut er so Alltagssituationen malen. Und das ist echt jetzt der Burner. Das ist zum Beispiel jetzt jemand, wo ich, das siehst du so die Landschaft, das finde ich mega. Das ist geil, mega. Ja. Ich bin immer wieder, eben, da sehe ich natürlich viele, der hat ja ständig einen Output an Bildern. Klar. Und ich bin jedes Mal wieder begeistert, was der kann. Der ist einfach sehr gut. Ja, von dem bin ich mega Fan. Und da habe ich natürlich ganz wieder das, was ich ihn abonniert habe, schlägt es mir dann ganz viele andere Künstler vor, die auch geile Bilder machen. Ja. Und dann irgendwann wird das eine endlose, never-ending Story. Sehr gut. Aber du, mit dem hast du jetzt eigentlich sehr geil, aber mit dem hast du jetzt fast abgelenkt davon, wie gut ich deine Sachen finde drauf. Das ist ja das Schöne. Ja, das freut mich natürlich. Mhm. Das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe auch, dass ich, das ist so meine Idee, dass ich natürlich mit meinem Account auch ich kann unterhalten. Es geht mir nicht darum, nur zu zeigen, wo das ich jetzt wieder gespielt habe, wo das ich jetzt gerade war, sondern es ist auch für mich so ein bisschen Unterhaltung. Ich habe ja jetzt auch letztes Jahr sogar mit viel Content eigentlich einen Kalender gemacht, einen Tagesabrisskalender, wo du das Ganze im Papier hast, wo dann kannst du das Gäste-WC hängen. Und dann jeden Tag ein Bild hast. Und da wollen die Leute jetzt auch wieder? Ja, da ist ja, legt mir ja. Ich muss noch fertig machen, ich habe eine Deadline. Ja. Du musst noch Versand einberechnen etc. Das sind ja 365 Tage, die ich muss fertigstellen muss. Ja. Ich habe mir Gastkünstler zugetan, ganz coole Gastkünstler, damit ich nicht alles ganz allein machen muss. Und etwa noch 300 Tage muss ich machen. Wirklich? Nein, ich habe natürlich schon ganz viel um, aber ich muss es einfach noch fertig. Es ist aber auch wieder da. Also ich habe eigentlich, der Content ist eigentlich da. Ja, ja. Aber ich muss es noch zusammenstiefeln. Ja, ein Kollege von mir hat eine kürzliche Ausstellung gehabt, wirklich vor grossen Bildern. So. Mhm. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, weißt du, es kommt gut, weil ich weiss jetzt schon, was ich machen will. So, ich habe jetzt einen klaren Plan. Und dann, das ist schon mal sehr gut. Und zwei Wochen später. Hast du noch keinen Schritt weiter gesehen, oder? Gut, und dann halt gleich nicht genau so oft, wie du mal gedacht hast, oder? Nein, ich habe auch ganz einen klaren Plan. Und vor allem, und das ist mein grosser Vorteil, ist, dass ich letztes Jahr ist wirklich ein Zangengeburt gewesen, weil ich natürlich auch, ich habe noch nicht gewusst, wie ich das mit der Druckerei machen will. Wir haben noch nicht gewusst, welches Papier, wie tun wir es binden, wie tun wir es schlussendlich versenden. Ja. Wie machen wir das mit der Post, wie läuft das mit der Etikettierung, wie bringe ich denn das ganze Zeug von meinem Hocker oben runter in die Poststelle. Weißt, also es sind so ganz viele logistische und materielle Sachen gewesen, die ich habe klären musste. Irgendwie die Wege leiten. Und das fällt ja jetzt alles weg, weil das habe ich ja jetzt alles schon mal gehabt. Ja. Also muss ich wirklich eigentlich nur noch die Druckdaten liefern und der Rest ist dann cool. Dann gehe ich dann wieder in der Druckerei vorbei, die machen das, die sind in mehreren Schwänden, coole Bude. Und dann kann ich den Karren füllen mit Kalender und dann gehe ich dann heim und dann das Büro fragen, dann sie den verpacken. Weil letztes Jahr natürlich die Zeit gehabt. Letztes Jahr im Dezember war tote Hose gesehen. Ja. Und jetzt dieses Jahr im Dezember ist das Jahr habe ich jetzt einfach ein fully loaded Programm. Yeah. Darum habe ich das outgesourced. Jetzt da mein Bürofräulein, das im Moment nicht so viel mit mir unterwegs ist, weil ich ja mit dem Second-Orchester unterwegs bin, die muss jetzt halt das machen. Das Jobprofil haben wir jetzt doch ein bisschen anpassen. Klassisch. Sie ist jetzt Logistikerin. Klassisch nach 2020 jetzt eine kleine Jobanpassung. Genau. Ich habe schon oft festgestellt, dass es gibt dann halt einen kurzen Moment von falscher Sicherheit, wenn man eben so organisatorische Sachen nur muss machen, eben, dann hat man das Gefühl, ich weiß ja schon wie und so. Und dann kommt dann gleich irgendwann ein Deadline. Dann merkt man, okay. Und nein, vor allem jetzt gerade so die logistischen Sachen, das ist meistens viel der grössere Lupf, was man meint. Ja. Und dann im Nachhinein denke ich so, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich dort noch so ein bisschen konkreter, kleiner, besser darum kümmern. Ja. Ja. Aber es ist letztes Jahr super geklappt schlussendlich und wird auch dieses Jahr wieder gehen. Ja, sicher. Natürlich. Und jetzt bist du eben an einem Punkt, wo du irgendwie so verschiedene Projekte hast, wo aber alles das Fräulein irgendwie zusammenbringt sozusagen. Genau, das ist alles einfach unter dem Schirm vom Fräulein. Passieren jetzt einfach ganz viele Sachen inzwischen. Was ja der Kreis schließt, so etwas planen, hättest du ja nicht können. Nein. Nein, niemals. Also wäre auch sinnfrei, weil das ist ja dann, da würdest du dich gerade wieder einschränken. Ja. Und manchmal ergibt sich dann etwas,
aus etwas raus, wo eben mit dem Kalender, das hätte ich, das wäre mir vor 2 Jahren im Traum nicht Sinn gekommen, so etwas zu machen. Mhm. Das ist ja auch Irrsinn. Und, aber wenn man dann Corona hat und irgendwie merkt, ja, scheiße, ich komme mir so nutzlos vor, ich hocke daheim rum und kann nichts machen. Mhm. Und denkst du, ja gut, was könnte ich jetzt so anreissen? Und dann plötzlich hast du so die Idee und denkst, also, komm, machen wir einfach. Und die Leute schätzen das ja dann auch wahnsinnig, weil sie ja bei so etwas dann auch merken, eben wie viel Arbeit und Liebe reingesteckt wird. Oder? Ja. Weil es eben nicht eine Idee ist, wie könnte ich jetzt noch schnell ein paar Franken dazu verdienen? Mhm. Hey, wir machen einen Kalender, sondern... Nein, es ist wirklich einfach so das Projekt, das man macht, wenn man die Blaus dran hat, weil es einfach cool ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Und ich bin ja generell jemand, der gerne schaut, wie Sachen funktionieren. Also wenn du mir eine Karte schenkst, wo so Pop-up, zum Beispiel so eine Pop-up-Karte schenkst, die so relativ komplex sind und die verschachtelte, ausgeschnittene Sachen sind, dann werde ich die früher oder später auseinandernehmen. Yeah. Weil ich will wissen, wie sie funktioniert. Yeah. Und das habe ich mit allen Sachen. Also ich habe schon als Kind immer Radios und Videorekorder und so auseinandergebaut. Und nachher nicht mehr können zusammenbauen. Das ist die andere Geschichte. Aber ich habe noch gesehen, wie es funktioniert hat. Und, beim Kalender ist es auch so, dass ich wollte wissen, kann man das machen, wie kann man es machen, wie kann man es aufgleisen, würde sich das lohnen bei den Leuten, hat sie Freude daran und das dann wirklich zu machen und umzusetzen und dann auch zu sehen, ah, das ist cool. Mhm. Und das macht schon hure Freude. Und dann schlussendlich war es auch ein Geschenk an mich, weil ich habe jetzt das ganze Jahr durch schon, ich komme so viele Rückmeldungen über. Es gibt Leute, die dann ein Kalenderblatt fotografieren und mir schicken. Weil es zum Beispiel jetzt an ihrem Geburtstag gerade sehr gepasst hat, weil es ist ganz eine spezielle Viertig an diesem Geburtstag, weil es sind ja auch Viertige drin, so Feiertage. Es gibt ja jenste, aus den USA gibt es ja kurios, es gibt ja abartige Viertige. Sensationell. Und die habe ich eben alle auch in dem Kalender drin. Jeden Tag ist eine Viertig. Und da gibt es manchmal so die lustigen Zufälle, dass der eine, der eben eine Leidenschaft hat für, ich weiss doch auch nicht, Omelette, hat genau am Tag von der Omelette Geburtstag. Und das finde ich grossartig. Und dann macht er das Foto und schickt mir das. Yeah. Und das ist so cool. Das gibt dann immer so, ich habe wirklich sehr viele Rückmeldungen bekommen auf den Kalender. Aber einfach, weil die Leute sich auch dann daran freuen und amüsieren. Und das ist ja dann irgendwie auch sehr geil. Das ist fast wie ein Applaus auf der Bühne. Genau, es ist ja dann, es wird ja dann so eine Symbiose. Genau, es ist so eine Resonanz, wo entsteht. Das ist sehr cool. Oh, ich tätsche noch mal. Entschuldigung. Alles gut. Wenn du sagst, du hast früher so Radios und so auseinandergenommen, kommt von dort auch, dass jetzt mittlerweile die Lastwagen, also die Büsse voll ist mit Lastwagen. X, nein, nicht Lastwagen, aber irgendwann wird es ein Lastwagen sein. Das ist zu befürchten. Mit x verschiedenen Instrumenten und Spielzeug tönt so despektierlich, ich meine es gar nicht so, sondern es sind eben zum Teil speziellere Sachen. Das Ganze gründet natürlich schon in meinem Spieltrieb. Also auch mit dem Loopgerät. Als ich mir das Loopgerät gepostet habe, hatte ich eine Scheissfreude an dem Teil, weil ich gemerkt habe, ich kann mit dem so viel Zeug machen. Mhm. Und ich kann da ganz viel, und das kann ich noch, und das, und jetzt könnte ich noch mit der Gitarre dazu, vielleicht geht es mit der Trompete an, und dann einfach... Dann hat das angefangen, Ausmaß und Dimensionen annehmen, wo einfach, weil da kannst du dich endlos für das, du kannst auch brutal viel Zeit verlöffeln, abgesehen davon. und ich habe selbst, also bei meinem Loopgerät habe ich meine Möglichkeiten, die sind nicht ansatzweise ausgeschöpft, weil ich habe die Betriebsanleitung gar nicht gelesen. Ja. Ich bin niemand, der Betriebsanleitung liest, ich tue einfach auch ein bisschen daran rum. Auseinanderschrauben. Wobei, ich lese mehr Betriebsanleitungen als andere Leute. Aber jetzt beim Loopgerät ist es einfach zu kompliziert. Da komme ich nicht raus. Yeah. Das ist mir zu komplex. Und darum habe ich dann einfach mit Tüfteln und Ausprobieren und so. Darum bin ich großer Fan von YouTube-Tutorials. Ja, die habe ich auch sehr gerne. Habe ich diverses herausgefunden. Und der Adi Stern ist ein absoluter Gerätli-Nerd. Yeah. Also ist jetzt wirklich der Vollfreak. Der kommt brutal raus. Da hat mir auch ein paar Sachen noch zeigen, ein paar Trickli am Loopgerät. Yeah. Hilft schon auch. Ja, aber eben, dann hast du nur schon noch das Loop gehabt und dann kommen noch alle möglichen Instrumente. Ja, Instrumente und so dazu, Dazu, wo auch zuerst musst irgendwie aussuchen, ausprobieren. Ja, gut, aber Trompete habe ich auch Unterricht gehabt. Ja. Gitarre habe ich so ein Pfadibüchli. Ein Symphonium ist nicht weit weg von der Trompete, hat auch 3 Knöpfe. Ja, okay. Und dann ist so ein bisschen, das hat sich dann so wie, das ist dann sehr organisch gewachsen eigentlich, das ganze Orchester. Ja. Schlussendlich. Ja, und eben, ich tue gerne um die Tüfteln und ausprobieren. Ich habe ursprünglich hätte ich Elektronikerin werden, Stromerin hätte ich werden.
Ah, wirklich? Also ja, es ist, nachdem es, ich mehrere Radios auseinandergenommen habe, ja. Ich habe mehrere Kurzschlüsse provoziert bei uns daheim im Haushalt. Also wirklich, ein Radio hat wirklich hat gerochen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich könnte auch nach den Dingen rennen. Christoph ist amüsiert, definitiv. Ich habe das Gefühl gehabt, ich könnte bei meinem Batteriefach, weil das Batteriefach ist kaputt gewesen, ich hatte so ein Radio, das so zwei Kassetten verdeckt hat. Und das ist super cool, weil du kannst wie, also du kannst einerseits vom einen Kassettchen aufs andere natürlich Musik überspielen, aber du kannst vom einen Kassettchen aufs andere Musik überspielen und gleichzeitig von außen noch aufnehmen. Yes. Also das ist wie, du kannst mehrstimmig anfangen. Eigentlich ist es wie ein Loop. Vom Prinzip her ist es so ein wie ein Loop-Gerät. Du hast eigentlich können mehrere Stimmen aufeinander auflegen. Und das habe ich eben schon als sehr klein mit dem ausprobiert. Und dann ist irgendwann der Stecker kaputt gegangen vom Radio. Und dann habe ich gefunden, ja, dann hänge ich den Strom halt an diesen Drötchen von den Batterien an. Oder? Weil es geht ja um Strom, so oder so. Dass das verschiedene Spannungen hat, habe ich, obwohl ich AC/DC gelost habe, nicht wirklich gewusst. Und dann habe ich normal, ja, einfach den 220er, was ist 230er, an dieser Batterieding angehängt und dann hat es gemacht, und dann hat es gestunken und es hat gerochen. Ich glaube, es hat sogar eine Flamme gegeben und dann war der ganze Oberstock lahm gewesen. Dann habe ich die ganzen Porzellansicherungen umwechseln. Und das habe ich mehrfach fertig gebracht. Also wirklich, also ich hatte eine Leidenschaft für Strom. Auf eine sehr kranke Art und Weise. Ich bin zum Glück nicht Stromer geworden, das ist vielleicht gescheiter. Vielleicht besser für alle? Unter Umständen! Ja. Und du hast so dann gefunden, was du effektiv willst und im Nachhinein bin ich eigentlich völlig auf der falschen Fertig gewesen, weil ich das Gefühl hatte, die Passion hat mit Strom zu tun, dabei hat es eigentlich mit dem Loop zu tun gehabt. Ja. Wahrscheinlich ist das gesehen. Sensationell. Und zum so ein bisschen den Kreis schließen, mittlerweile ist eins von den Projekten, sind, du hast vorhin Adi Stern erwähnt, sind die Musik, wie nennt man es, die Musikumwandlungen von grossen Künstlern auf Mundart. Das ist ein Secondhand-Verwertung. Genau. Secondhand Orchestra. Ja, wir heißen ja Secondhand Orchestra. Und es spielt eigentlich so ein bisschen darauf an, dass man wie eine Zweitauswertung macht von Musik, die es gibt. Ja. Und wo man eigentlich einen anderen Zugang sucht, also dass man das Ganze in Mundart übersetzt. Und wir haben auch durch das, dass wir jetzt das zweite Mal so ein Programm machen, haben wir auch so ein bisschen wie eine eigene Bildsprache gefunden. Mhm. Also es ist so, eben zum einen mache ich die ganzen Zeichnungen, Bastelsachen. Wir haben Julia Morf, die Video hinten macht, weißt, so ein bisschen Atmosphäre, Sachen, die dann auf die Lieder Bezug nennt. So, um das Ganze visuell gestalten. Und haben wir den FM, den François Mürner, der noch Fakten reinbringt, der noch so ein bisschen über die Figur, jetzt in dem Fall Freddie Mercury, erzählt. Und FM auch, redet über FM, ja. Sozusagen, ja. Und der dann auch noch Bilder reinbringt und alles. Und das ist dann, und der ganz oben hat jetzt wirklich so eine, wir haben wirklich wie einen eigenen Spruch gefunden, um die Musik überzubringen. Und natürlich das Kern für mich ganz klar sind die Übersetzungen vom Roman. Roman Ricklin, der das Ganze in Mundart übersetzt und dann auf die humorige Art auf die Bühne bringt. Und wie ist so etwas entstanden? Also das kannst du ja nicht, da kommt auch nicht irgendein Manager und sagt, hey, ich habe eine Idee. Euch vier tun wir jetzt zusammenwürfeln, macht mal. Genau, nein, das ist nicht. Wir sind nicht Backstreet Boys. nein, das ist echt, Roman und Dani haben das ursprünglich schon lange mal die Idee gehabt mit dem Beatles-Projekt, also dass sie die Beatles-Sache in Mundart machen wollen und haben einfach noch Leute gesucht dafür. Und ich glaube, der Adi war schon gleich mal gesetzt gewesen, weil sie können ihn schon lange und haben dann irgendwie noch etwa 40 gebraucht und sind dann irgendwie auf mich gekommen. Und als sie gekommen sind mit dieser Idee, du, wir machen im Fall hier Beatles in Mundart, dachte ich, ja, vergiss. Ich komme auf so eine Idee, das ist ja der Horror. Yeah. Die Fallhöhe könnte ja nicht grösser sein. Und, aber irgendwie hat es wieder gleich gereizt und ich wusste, dass der Roman ein sehr, sehr guter Übersetzer ist. Und durch das habe ich gefunden, man kommt eigentlich mal so etwas wogen, warum nicht? Und dann haben wir das vierte Höhe auf die Beine gestellt und das ist eine total coole Sache geworden. Und jetzt das, und hat eingeschlagen. Ja, stimmt. Es hat eingeschlagen. Es hat sehr eingeschlagen. Es ist wirklich eine ganz coole Geschichte geworden. Und
Und jetzt haben wir das Nachfolgeprojekt lanciert. Und also haben wir Queen genommen und gefunden, komm, wir machen die Fallhöhe noch etwas höher. Und ja, es macht huere Spass zu spielen. Es ist auch, die Musik von Queen ist mir persönlich auch näher als jetzt Beatles. Ja. Yeah. Und dadurch ist es natürlich für mich doppelt schön, jetzt das zu machen. Ja, yeah. Beatles haben so viele verschiedene Phasen gehabt. Ich glaube so. Ja, wir haben natürlich ein spezifisches Album, Sgt. Pepper Album gemacht. Genau. Das ist jetzt eins, das für mich jetzt nicht das gängiges Album ist, jetzt nicht das, was ich daheim hatte. Nein, sondern es ist in der Evolution von den Beatles, wo ich sagen, wow, was sie dort gemacht haben. Ja, es ist sehr breit, ja, genau. Revolutionär, ja. Und, und wie sie innerhalb von Songs nochmal wirklich den Stil wechseln, und das ist alles wahnsinnig gesehen. Ja. So. Und absolut. Und schlussendlich, eben, wenn ich etwas wirklich will hören, dann höre ich so ganz, ganz early Stuff, wo eigentlich noch mehr Rockabilly ist. Mhm. Weißt du so? Und darum hast du dann halt für verschiedene. Ja, und beim Sgt. Pepper sind es halt so ein bisschen auf dem Trieb. Ich meine, sie hat ja dort Within You, Without You, ist ja der Song, wo ich von Anfang an von hey Gott, wie wollen wir das machen? Erstens, wie willst du so etwas übersetzen? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Wie will man das auswendig lernen, um es nachher zu singen? Und wie setzen wir es musikalisch um? Yeah. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, komm, wir tun es völlig, wir tun es irgendwie auf eine verarschende Art bringen. Und schlussendlich haben wir dann gemerkt, nein, ich glaube, am besten bringen wir es wirklich einfach so, wie es ist. Mhm. Und das hat es voll gebraucht in dem Moment. Es ist nicht, es hat nicht gebraucht, das irgendwie in eine andere Richtung zu ziehen. Es hat seine Wirkung können entfalten, indem man es einfach wirklich gespielt hat. Hat so können stehen, ja. Genau, der Adi hat dann auf dem Banjo kurlige Töne gemacht. Und ich habe mit der Gitarre, ich hab so einen Milchschäumer gehabt und habe eine Gitarrenseite mit einem Milchschäumer, so einen angeschlagen. Das hat dann so ein bisschen, das hat dann auch so ein bisschen das Psychedelische, wir sind recht einfallsreich. Es war eine spannende Nummer geworden und schlussendlich habe ich sie Leute gerne gehabt. Yeah. Am Anfang habe ich gefunden, das Lied schießt mich jetzt schon an. Und am Schluss habe ich es wirklich richtig gerne bekommen. Ich konnte während dem Lied irgendwie fast so ein bisschen anfangen, davon zu driften. Es ist echt. Du warst einfach am Trippen gewesen. Irgendwie schon ein bisschen. Nein, wirklich. Das hätte ich auch nie gedacht. Weißt, manchmal muss man sich ein bisschen reinschöpfen. und jetzt, Freddy liegt dir näher musikalisch. Und auch das schlägt jetzt wahnsinnig ein. Mhm. Vor allem für in Anbetracht von der Covid-Situation. Von der Corona-Umständen, ja, doppelt sogar. Ja, das ist wahr. Also es ist mega, mega cool für uns. Wir haben auch eine Freude. Wir sind dort im Sommer sind wir ein paar Mal zusammengekommen und haben überlegt, weißt, wollen wir es wagen, wollen wir es riskieren. Es kann gut sein, dass im Herbst alles wieder zu ist. Mhm. Also, dass wir jetzt wirklich alles für die Katze machen. Weil wir können es auch nicht irgendwie hinten rausschieben, weil wir haben nachher alle wieder anderes Zeug und Programm und so. Und es ist ja auch anlässlich vom 30. Todestag von Freddie Mercury, wo wir das eigentlich haben wollen machen. Yeah. Und, ja, und irgendwann haben wir uns entschieden, komm, wir wagen es. Mhm. Und einfach mit dem Risiko halt, dass es dann nicht kann stattfinden kann. Und jetzt haben wir natürlich doppelt Freude, dass es stattfinden kann und noch umso mehr, dass es so einschlägt. Ja, das ist sehr cool. Ja, und es hat so angefangen einschlägt, wo das eigentlich schon gespielt haben. Also es hat so wie... Ja, es hat durch Mund zu Mund schlussendlich angefangen, und das ist das grösste Kompliment, das man jemandem machen kann. Wenn dann schlussendlich eigentlich in den Printmedien haben wir ja nicht... Ich habe das Gefühl, die sind wie noch nie aufgefahren. Oder vielleicht sind sie auch alle weg. Ich habe das Gefühl, das ist schon vor Covid, ist das so ein bisschen, du hast eigentlich nur noch bei so Lokalblättern, hast effektiv noch so Kultur. Ja, und sonst ist ja einfach halt entweder alles über James Bond oder alles über Adele, aber einfach so Schweizer Künstler finden nicht so fest statt in den Schweizer Medien, habe ich manchmal das Gefühl. Und durch das ist es umso mehr ein Kompliment, wenn es dann einzig durch Mund-zu-Mund-Propaganda dann so kann, eigentlich die Häuser füllen. Das ist schon sehr cool. Ja, darum habe ich auch immer gedacht, zum Beispiel, Glanz und Gloria hat ja immer einen unglaublich schlechten Ruf gehabt. Und ich habe dann immer müssen sagen... Ich finde, die haben sich im Fall sehr gewandelt. Ja, aber jetzt heisst es ja nicht Glanz und Gloria. Ja. Ja, nein, ich finde, es hat auch mit dem Namen hat auch einiges... Es hat sich schon ein bisschen gewandelt. Ja, und ich habe auch gefunden, aber es sind trotzdem auch ein paar von den ganz wenigen, die effektiv Kultur porträtieren. Absolut. Also weißt du, es ist irgendwie... Eben sonst ist es recht verloren gegangen, dass der irgendwie... Es ist noch ein Kulturplatz, was es noch gibt. Mhm. Und... eben, und auch Print fast nicht existent. Also weißt du, das heisst dann mal, ja, wir haben
Wir haben einen Hinweis gemacht, wo dann auf die Eingnehmen so klein, übrigens heute oben, wenn, gut, jetzt vielleicht nach Corona hast du wieder ein paar Kurzentschlossenere, aber sonst muss ja, ich habe das Gefühl, die Leute sind auch anders am Ticket zu kaufen, natürlich. Ja. Also ich denke, so das langfristige Ticket kaufen, das macht man im Moment nicht. Null. Man sich einfach halt auch nicht so, vielleicht auch nicht so weit aus festlegen, weil man ja nicht weiss, wenn die nächste Pandemie kommt. Ja, und vor allem, weil ja auch Sachen immer noch gern und oft verschoben werden. Ja, und die Leute dann halt, die Leute dann halt auch finden, warum sollte ich das Huren um muss. Ich kann ja dann mal schauen, wenn sie das Spiel, ob es dann geht oder nicht. Genau. Das stimmt. Ja, vermutlich ist es auch das. Ja. Ja, darum eben, umso schöner, dass es bei euch so funktioniert. Ja. Und, nein, macht mega, mega Spass zum Spielen. Das ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, wenn der Podcast, wenn der rauskommt, also für Zürich haben wir eh keinen Platz mehr. Das ist so nur noch die Woche Zürich. Eben, das heisst, wenn der rauskommt, ist Zürich durch, aber Winterthur. Ah, voilà, Winterthur, November. Ja. Genau. Also für dort. Genau. Und dann haben wir das Projekt eigentlich schon abgeschlossen, oder? Dann gibt es noch einzelne andere Orte. Also wir haben jetzt einfach die Tournee bis am 19. Dezember spielen wir. Und ja. Wir sind eben in Luzern sind wir noch, in Cham, in Muri, in Wiel, in Arbon. Wo sind wir noch? Zofingen. Eben Winterthur. Ja. Baden. Ja. Ich kann nicht alle Unterregeri Küsnacht. Ja, es gibt ja diverse. Aber wir sind jetzt wirklich bis zum 19. Dezember sind wir unterwegs und nachher ist es abgeschlossen. Dann ist es abgeschlossen und dann sind wieder alle Einzelprojekte etc. Genau, dann machen wieder alle Solo. Adi macht vielleicht wieder eine neue CD und ich mache ein neues Programm. Und ja. Hat er es noch nicht rausgebracht? Er hat eine neue CD? Doch, mir. Ja. Gell? Ja. Eben. Aber dann wieder eine. Aber das ist auch verschoben worden. Halt. Ja, das ist auch. So und schlussendlich war es im Moment ein bisschen kack gewesen, um eine CD rauszugeben, wo du ja nicht kannst Konzert spielen damit. Ja. Das ist von dem her halt nicht so timingmässig schwierig gewesen. Beim Tabu, bei Tabu Fantastic ist genau das Gleiche gewesen, wo sie CD rausgebracht haben, haben sie glaube ich zwei Konzerte können spielen. Ja, eben. Das ist, und die ganze Promo-Phase bei einer CD ist ja wirklich das effektiv. Das sind Konzerte. Genau, du bringst die CD raus und dann gehst du spielen. Mhm. Und das können wir noch eher machen. Wir können eher dann sagen, ein Jahr später, ich spiele jetzt mein Programm. Also es ist nicht so gebunden an etwas wie halt ein Release von der Musik. Ja, nein, das ist ein bisschen eine komplexere Geschichte schlussendlich, das ist wahr. Weil du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du dann Solo wieder spielst, kannst du sagen, ich spiele das Programm, das ich vorher schon gespielt habe. Oder kannst du auch sagen, ich spiele Neues, aber du hast mehr Wahl. Ja, das stimmt, Ja, das stimmt. Also mache ich jetzt so, dass ich im Frühling nochmal mein Programm spiele. Das ist ja schliesslich ein preisgekröntes Programm. Wäre jetzt schade, wenn ich das jetzt so einfach so würde absetzen. Das ist der Swiss Comedy Award. Genau, mit dem Kämmerli-Musik. Ja. Und das spiele ich jetzt dann im nächsten Frühling, dem 22. Und dann im Herbst mache ich dann das neue Programm. Herbst 22. Genau. Ja. Wo du dann im August 22 anfängst. Oh nein. Oh nein, da muss ich ein bisschen kleiner anfangen. So dann schon nicht, gell? Nein, natürlich nicht. Und du? Neues Programm? Spiele jetzt, ja. Weil eben jetzt stimmt, du hast jetzt gerade eins, wo... Ja, weil das habe ich... Aber du hast jetzt auch müssen schieben. Genau, vor dem zweiten Lockdown habe ich das... Ohne Tryouts habe ich es, glaube ich, dreimal gespielt. Also viermal. Also, das ist bei den Ex-Freundinnen auch so gegangen. Genau. Ich glaube, sind rausgekommen mit ihrem Programm und zweimal können spielen. Ja. Yeah. Und noch eine anderthalb Jahre Pause. Genau. Und darum ist es immer noch ein neues Programm. Ja, absolut. Und das, weil jetzt eben auch noch so viele Verschiebungen sind und ich gewisse Locations gar nicht mehr in diese Saison reingekriegt habe und so. Ich habe früher jedes Jahr ein neues gemacht. Jedes Jahr bist du wahnsinnig. Und zum Beispiel das jetzt, wo von wirklich allen Menschen gesagt wird, sei das Beste, ist ein Resultat eben von diesem Jahresrhythmus. Ja, dann wäre es ein fataler Fehler, wenn das wird, zu schnell wieder. Richtig. Und lustigerweise ist so, es hat das gebraucht, damit jetzt so ein gutes Programm entsteht. Aber jetzt mache ich sicher nicht den Rhythmus. Und wie hast du es jetzt, wenn du jetzt das Programm dann wieder spielst? Ja. Hast du müssen Anpassungen machen? Zwei, drei kleine. Sachen, die nicht mehr so stimmig waren? Nein, in meinem Privatleben haben sich zwei, drei Sachen geändert. Okay, so. Aber die ich auf der Bühne erzähle, die nicht direkt pandemiebedingt sind. Nein, sondern halt einfach, das muss man dann halt irgendwie hier noch ein bisschen umschreiben und oben zu anpassen. Aber ich wollte nicht ein Pandemieprogramm machen. Der Bildschirm ist schon aus. Ah, jetzt geht es da. Meine Performance ist
Das hat mich noch irritiert, weil es schwarz wurde. Und Rack ist neu? Etwas ist angestimmt. Keine Ahnung, wir können es flicken. Super. Wenn du Christoph sagt, wir können es flicken, dann kann man es auch flicken. Perfekt. Ja, ich wollte ein Pandemie-Programm machen. Ja. So, und ja, nein, das war glaube ich niemand. Ich glaube, wir haben es jetzt gehört mit der Pandemie. Aber das Problem ist natürlich, wo die Pandemie losgegangen ist, haben viele Leute das Gefühl gehabt, ich mache ein paar Witze über Pandemie. Oh, ich erinnere mich ganz düster an die Zeit, wo dann, jeder daheim noch irgendwie... Und dann schmeißt du das alles wieder weg, ja, oder? Und ich habe von Anfang an entschieden, ich will das gar nicht. So. Ja, ich habe ganz fest um das Thema herum gehabt. Und darum, mit den Verschiebungen ist bei mir dann schlussendlich bis Frühling 23 das Programm. Und dann Herbst 23 das nächste. Wo ich dann im Sommer 23 anfange schreiben. Cool. Ja, aber schau. Ja. Und du musst jetzt effektiv wieder, spielen. Ich darf jetzt spielen. Wir haben den ersten Tag von der letzten Woche am Hechtplatz. Ich freue mich sehr. Ja. Und ich bitte dich, komm irgendwann wieder mal. Weil ich habe das Gefühl, wir haben wie Anfang reden und wir können noch das so stimmt, viel wir mehr. Wir hätten noch lange können schnurren. Ja. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil jetzt haben wir schon gut über eine Stunde gemacht. Was, Ehrenort? Ja. Ja, stimmt, wir haben angefangen. Ja, stimmt. Siehst du? Ja, leck. Horror. Darum vielen, vielen Dank, bist du ja, danke dir, es hat sehr Spass gemacht. Das freut mich. Weiterhin viel Erfolg und eben, komm unbedingt wieder. Ich bin großer Fan von dir auf der Bühne und privat, darum anytime. Dankeschön. Danke, Christoph. Danke, Christoph. Und bis bald. Bis. Tschüss. Thank you.